Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von 7 Days to Die Alpha 17. Wuhu, ich bin der Dave, bin ich allein. Da im Busch steht irgendwo der Lutetze. Das ist ein Baum. Naja. Alles eine hallo. Frage der Definition. Und helfen wir mal gegen die zwei Zombies. Also, wir gehen in Richtung Heimat. Es gibt aber hier noch Quests auf dem Weg, die wir noch mitnehmen werden, einfach. Nicht so dicht. Bist du tot? Du hast mir den Rücken frei, oder? Den Rücken, ja. Ja. So. Kann ich eigentlich noch Pfeile machen? Ich habe kaum. Soll ich dir ein paar Pfeile geben? Holz. Also ich habe noch 40 Pfeile, so ist nicht. Also ja, ich kann noch. Ich habe über 200 Federn. Ich brauche nur Steine. Dann also ich habe auch noch ein paar Steine, aber. Okay. Sollen wir mal hier gerade ganz schnell das Ding hier zerklopfen? Mach mal. Ich sammle so lange Yucca fürs Essen. Out of Stamina, Schweinerei. Mhm, es geht schnell. Kann ich aus dem Glas trinken per Rechtsklick? Nein. A. Steuerung A. Shift A. L. Was muss man da drücken? Das Anklicken. Benutze A. Weiß ich nicht. Genau. Klopfen wir das Ding hier mal weg. Was ich jetzt noch nicht gesehen oder herausgefunden habe, ist, wie man jetzt Sachen höherer Qualität herstellt. Kann ich schon. Liegt das jetzt an deiner Intelligenz? Ich glaube ja. Und zwar steht bei Intelligenz Intelligenz Level 2. You can craft poor quality items. Crafting is 10% faster. Und ab 4 gibt's dann You can craft fine quality items. Mhm. Okay. Gut, dann hoffe ich mal, dass es daran liegt. Also ich hatte noch einen Skillpunkt, den habe ich jetzt auch noch ausgegeben für Charismatic Nature, so dass Lutetze auch noch den Bonus kriegt von plus 1. Und ich hoffe. Was ich mir jetzt, glaube ich, noch holen werde, ist dieses schnellere Ausdauerregeneration. Mhm. Wohl. Macht das so viel Sinn? Sollte man nicht einfach vielleicht generell nur Athletik? Nee, ich glaube, ich spare auf Intelligenz. Das ist durchaus sinnvoller. Das lohnt sich bei mir nicht. Wissen wir doch. Ich wundere mich, warum ich nicht schnell laufen kann. Ja, ich bin in der Hocke. Ja. So, nach Norden wollten wir, ne? Ja. Aber ich muss sagen, an Vogelnestern mangelt es hier überhaupt nicht. Nee, ne? Also Pfeile sollten uns nicht so schnell ausgehen. So, Werkzeuggürtel voll. Ja, ich bin auch schon überladen. Baumfällen? Den hau ich ja noch weg, auf jeden Fall. Ja. Holz. Ja, vor allem Baumsamen, die wir mitnehmen können. Darum geht's mir eigentlich. Ah, da hatte ich noch nicht so viele, glaube ich. Hatte, glaube ich, einen, den habe ich dir in die Kiste gepackt. Ja, so ist das als Überlebender der Apokalypse in der Wüste. Oh, Eisenpfeile. Bist du auch da, bist du. Bin ich jetzt überladen? Jetzt bin ich überladen. Okay, gibt's hier irgendwas? Bin schon die ganze Zeit überladen. Könnte ich ja mal die Jucke essen? Hilft mir das? Ja, essen wir schon auf 70. Beim Überladen sein? Ja, ich habe ja nur 4 Stück dabei, dann kann ich das eine. Achso. So. Ich bin nicht mehr überladen. Da. Du haust den Baum weg. Machst du gut. Auf dem rechten Ohr hört sich das so an, als würde hier ein Uhu im Baum sitzen.
Das ist der Wüstenwind. Das könnte sein, ja. Zombie-Alarm. Doppelter Zombie-Alarm. Dann mach doch mal einen Double-Kill. Schadensbonus mal 2. Sehr schön. Sehr gut. Und der war daneben. Der ist tot. Jetzt. Ach, ist er auch tot? Ich würde sagen, ja. Gib mir die Pfeile wieder, blöder Zombie. So, Double Kill war erfolgreich. Oben hängt ein Nest. Ach ja. Wo ist denn die Quest? Geradeaus 500 Meter. Ein bisschen nördlicher als Nordwest. Ich werde mal versuchen, straight hinzulaufen. Wenn hier nicht überall Vogelnester wären. Wie viele Pfeile hast du inzwischen zusammen? 37. Und Federn? Keine Ahnung. Ach shit, was, die hat sich bewegt, die Schlimme. Die Schlimme. Oh, hier ist ein Wildschwein. Oh, das ist gut. Bist du tot? Ich weiß aber nicht, ob wir das tot kriegen. Schade, dabei drauf zu gehen. Siehst ja du das Wildschwein? Ich sehe es nicht. Ich versuche mal, ob ich hier den Zombie zerhacken kann. Ich würde gerne einen Knochen nämlich haben für ein Knochenmesser. Hat die bei dir 1000 Lebenspunkte? Aha. Ja, bei mir auch. Das könnte eine Weile dauern und am Ende bleibt nichts übrig. Das sehe ich doch jetzt schon. Jetzt ist es weg. Oh Gott. Gut, war umsonst. Da siehst du das Wildschwein? Wo ist denn da? Ach da. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Hier ist hier hinter dem Busch. Da, ja, genau. Oh wollen wir das riskieren mit einem Schleichangriff? Ja, können wir machen. Es hüpfte gerade so weg. So, ich bin bereit. Ich auch. 3, 2, 1. Es lebt noch. Ich sehe es nicht mehr. Es kommt auf mich zu. Es ist tot, es ist tot, es ist tot. Oh. Oh Gott. So. Shared Player XP, sehr schön. Alleine hätten wir das, glaube ich, nicht gepackt. Nee, zumindest nicht auf der Entfernung. Da wäre ich aber auch, glaube ich, weiter weggegangen, wenn ich alleine gewesen wäre. So, Lootbeutel. Da ist irgendwas weggeflogen. Achso. Das war Pfeil. Die Munition, das waren die Pfeile. Hm. Jetzt bin ich überladen. Kann ich dir mal meine 200 ich bin eh überladen, Federn ja. geben? Hier und hier und ich. Zombie. Ich gebe dir noch die Steine, die ich habe, und dann kannst du einfach mal Pfeile machen. Hat sich hingelegt. Dann mache ich mal 142 Pfeile, ja? Ja, dann haben wir einen Plan. Keine Pfeile übrig geblieben. Das Leder kann dahin. Bisschen Tierfett, Knochen, Knochen, Rezepte. Siehste, Knochenklinge. Zwei Stück mache ich mal, ne? Da hast du jetzt. Ich habe aus dem Wildschwein Knochen rausgekriegt. Ja, gib mir mal einen Knochen. Ich kann noch bessere Sachen herstellen. Ja. Zu spät. Hier ist so eine Knochenklinge Level 1. Sehr schön. Wobei, ich glaube, ich stelle auch nur Level 2 Sachen her gerade. Also ja, so tragisch. Das ist jetzt nicht hundertprozentig tragisch, aber nee. Effizienz und so. Was? Zombie. Ah, Schulterschuss. Kopfschuss. Daneben.
zu früh. Oh, der war gut. Als er auf dem Boden lag, habe ich ihn nochmal direkt im Kopf getroffen. Achso, wir schießen gar nicht auf die gleichen Zombies. Der ist gut. Auf wen schießt du denn? Ich sehe dich gar nicht. Auf den Biker. Oh, der braucht viele. Da kannst du dich schon mal drauf einstellen. 10 Pfeile. Und der sieht auch schon so ein bisschen aus wie so ein Stachelschwein. So, noch einen Fertigkeitspunkt gekriegt gerade. Das war der Biker. Machen wir noch die. Oh. Oh. Die Cheerleaderin ist mobil. Ja, die muss ja auch ein bisschen Agilität haben, oder? Als Cheerleaderin. Jetzt ist er durch. Ja. Ein Punkt habe ich noch übrig. Da muss ich gleich mal gucken, was ich mache. Was hattest du gesagt? Irgendwo gab es doch Increased Stamina Regeneration. Den nehme ich. So. Das bist nicht du, das ist ein Zombie. Ich glaube, wir sollten zum Haus gehen. Wir können das mit der Mission vergessen. Ja, sehe ich ähnlich. So, ich bin. Wo ist denn unser Haus da? Aktuell versteckt. Dann können wir ja schon mal gleich eine Leiter craften. Oh, mir ist zu warm. Ich muss, glaube ich, den Poncho ausziehen. Wenn du irgendwo Steine siehst, sammel Steine. 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 Aber kühlt der Poncho nicht? Ich weiß nicht. Ist die Funktion von einem Poncho zu kühlen? Ja, vor der Hitze zu schützen. Okay. Dann funktioniert mein Poncho nicht. Ist einfach zu warm vielleicht. Ja, das könnte natürlich sein, wenn man hier so durch die Wüste eiert und... Oh, hier ist ein großer Baum. Sollen wir den nehmen? Du, lass uns einfach zurückgehen. Es kommt die Nacht und wir sind im Arsch. Was? Beziehungsweise, dann holen uns die Zombies. Ich weiß nicht, ob wir hier rüberkommen. Doch, geht. Geier? Geier, das kannst du problemlos töten. Naja, das ist recht weit weg. Das ist der Canyon mit dem Fluss. Ich glaube. Wo bist du denn? Du bist hinter mir noch. Wir müssen mehr drumrum laufen, so wie es aussieht. Shared Player XP, was hast du da wieder gemacht? Nur so eine komische Frau umgebracht. Okay. Also zum zweiten Mal umgebracht. Noch ein Geier. Oder ist immer noch derselbe, der hier um mich herum kreist? Oh, tiefes Loch. Oh Gott. Ach ja, hier, um darüber zu kommen, wird ein Problem. Ja. Aber du kannst ein bisschen westlich laufen. Das geht. Gucken, wie es hier aussieht. Oh, das ist tief. Versuch's mal, dieses seitliche Laufen. Ja, das funktioniert ganz gut. Kann ich hier looten? Ja. Nichts. Kann ich hier looten? Glas. Oh, eine Sporttasche. Wasser. Oh, und Gläser. Siehst du, Gläser voll machen wäre noch eine Maßnahme. Wir haben keinen Kochtopf gefunden am Tag 2. Nee. Das ist, da bist du auf jeden Fall noch mal los irgendwann. Also hier, wo ich jetzt gerade bin, kann man ganz gut rüber übers Wasser. Ich schwimme gerade hier rüber und schieße dabei auf den Zombie. Okay. So schon. Schwimmen und schießen gleichzeitig mit dem Bogen. Das muss mir ja immer mal jemand nachmachen. Run and Gun hast du hoffentlich. Swim and Run. Swim Run. Archer. Swimming Archery, das ist doch mal eine Disziplin. Jo. Das würde ich gerne mal im echten Leben sehen.
Nennt sich sowas dann nicht Iron Marathon? Iron Marathon? Wie hoch komme ich denn hier? Nicht sehr hoch. Doch, ach, man kann tatsächlich die Klippen hochklettern. Na komm, du blöder Biker. Ach, daneben. Ins Gesicht. Du kannst die steilen Abhänge tatsächlich hochklettern. Mit Springen. Okay. Du brauchst keinen Umweg laufen. So. Schnell mal meine 20 Pfeile wieder eingesammelt. Ich sehe unser Haus. Das ist gut. Du nicht? Nee. Wenn du außen rumgelaufen bist, ne? Ja, ich bin aus Angst außen rumgelaufen. Hab dich jetzt die Mülltüte gelootet? Ja, okay. Weiter. Und jetzt darf ich ja nicht, nur nicht zu Tode stürzen, das finde ich ganz schön steil. Ich wusste, ich habe hinter mir einen Zombie gehört. Hallo, Cheerleaderin. Bisschen Müll. So, Home Sweet Home. Home Sweet Home. Ich sehe dich, ich sehe das Haus. Sehr gut. Müll, Zombies. Ich gehe weiter. Erstmal zurück und selber ausmüllen. Hier die Straße runter nach Westen. Da habe ich schon hinten noch zwei, drei Häuser gesehen. Da könnte man noch versuchen, einen Kochtopf zu finden. Wenn, ja, wenn wir ganz vorsichtig sind. Eventuell. Stamina ist aus. Was machst du da kaputt? Steine. Okay. Das sei dir erlaubt. Sei dir erlaubt. So, Token, das Leder, Painkiller, Papier, ein bisschen davon. Ach, 5 Seeds hatte ich dabei, das ist gut. Ja, ich pflanze gerade die Bäume, damit die wachsen. Schießpulver, ach ne, die Eier behalte ich mal. Hast du noch Fleisch jetzt einstecken? Und ich habe vergessen, die Gläser aufzufüllen. Ich hab's gemacht. Ich habe, glaube ich, noch Fleisch, ja. Haben aber keinen Kochtopf, ist also egal. Was ist denn der Unterschied, wenn das gelb oder weiß angezeigt wird beim Pflanzen? Das ist ja spannend. Das kann ich dir nicht sagen. Zu gelb-goldenen Rahmen habe ich gesehen bei mir. Food Poisoning, ne? Hast du dich vergiftet, lieber Koch? Nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Pfeile mache ich hier auch rein, Glasscheibe kommt weg und die leeren Gläser packe ich dir hier noch rein. So. Tatsächlich könnte ich Pfeile gebrauchen, also crafte ich mir selber nochmal schnell welche. Hier sind ja noch 6 Steine drin. So. Wie viele Pfeile hast du denn? 7. Das ist wenig. Mhm. Ich habe 164. Dann teil doch mal ein paar. Können wir gerne machen. Gerade dabei, unsere Veranda zu reparieren. Ich wollte mal gerade gucken, ob man mit dem Fleisch schon was machen kann. Nee. Gegrilltes Wildbret. Ich brauche den Grill. Okay. Flasche Wasser ist der Kochtopf. Tja. Ohne Kochtopf und Grill ist hier nichts gewesen außer Spesen. Dann kann ich hier auch. Sollen wir schon wieder eine extra Essenskiste machen? Ja, schadet nicht. Eier da rein machen. Aloe Vera zählt jetzt für mich nicht dazu. Kaffeebohnen können wir dazu. Naja, gut, okay, ich mache Aloe Vera, Kaffeebohnen. Dose. Wäre eigentlich nicht, aber ist egal. Fett noch. Das ist Sandwich. Das verkauft.
vergammelte Fleisch. Irgendwas Wichtiges? Die Gläser? Ja, aber so mehr neue Items habe ich jetzt so nicht gesehen. Ne? Das ist eigentlich nur, ich sag mal so, die überarbeiteten Varianten. Leeres Gläschen. So. Gammelsachen, Tierfett, Kaffee. Was denn eigentlich oben mit der Tür? Ist da schon drin gewesen? Nee, ne? Oben mit der Tür, da ist keine Tür. Da ist keine Tür, ja. Deswegen von innen eine Leiter hochbauen, hätte ich gesagt. Wieso baut er das nicht? So. Oder willst du da jetzt oben durchklopfen? Ich klopfe, ich stelle jetzt unten so eine Spike-Falle auf. Ja. Und klopf mich oben durch. Okay. Und bau da eine Tür rein. Gut. Es ist spät. Die Nacht kommt in 30 Minuten. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Lasst uns einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Und wir werden jetzt ganz gemütlich die Nacht hier verbringen. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die, Alpha 17. Bis dahin. Tschüss. Ciao.